So, wir kommen zu dem Lied, zu dessen Anlass wir uns heute hier treffen, zum Gedenken der Fischbeeropfer. Schluss mit Phrasen. Schluss mit Phrasen, vorwärts zu Taten, denn die Fronten wurden jetzt klar. Durch den Kampf der roten Soldaten, durch den 12. Februar. Durch den Kampf der roten Soldaten, durch den 12. Februar. Das Gebrüll der Wolf und Kanonen, Scherben die Demokratie, riss in Fetzen die Illusionen von der Gassenharmonie. Riss in Fetzen die Illusionen von der Gassenharmonie. Unser Farbe, blutrote Einheit, geht im Kampfe und Seilen voran. Wenn das Zaubern ist jetzt vorbei, vorwärts Marsch, denn uns gehört die Welt und der sozialistischen Partei. Vorwärts Marsch, denn uns gehört die Welt und der sozialistischen Partei. Vorwärts zur Jungen Garde, bis vor den Allianz. Vorwärts zur Jungen Garde.
Marxhof. Also heuer muss ich wohl sagen, auch diese Kulisse ist großartig. Es ist ein großartiges Bild hier vor dem Jakob-Reumann-Hof, vor den Augen des ersten Bürgermeisters des Roten Wien. Mit dieser Inszenierung, mit den Fahnen, sogar der Wind weht richtig, dass man die Fahnen gut sieht. Also alles ist perfekt angerichtet für eine würdevolle, würdige Februarfeier des Jahres 2020. Wir machen diese Februarfeiern eigentlich seit 1992 in dieser Form. Vorher hat es Februarfeiern zumeist in Sälen bei Veranstaltungen gegeben. Im Jahr 1992 haben damals der junge Bildungssekretär Michael Ludwig und ich, wir waren beide Bildungssekretäre übrigens genau 92, haben wir damals gemeint, wir sollten auf die Straße gehen, wir sollten zu den Kampfstätten des Roten Wien gehen und wir machen das jetzt seit 1992 durchgehend immer wieder in einem anderen Bezirk vor einer bedeutenden Stätte der Februarkämpfe, vor in aller Regel einem Gemeindebauheuer hier an der Ringstraße des Proletariats im 5. Bezirk beim Jakob-Reumann-Hof. Früher sind diese Veranstaltungen hauptsächlich durchgeführt worden von den Freiheitskämpfern, von den Jugendorganisationen der sozialistischen Jugend und der Bildungsorganisation. Seit 1992 ist es das Besondere, dass es eine gemeinsame Veranstaltung ist mit der Wiener Partei, was nämlich auch ein deutliches Zeichen ist, dass die Wiener Partei geschlossen hinter dem antifaschistischen Gedenken, hinter dem Gedenken an die Februarkämpfer steht, und das ist eigentlich das Bedeutende. Daher freue ich mich, dass sehr, sehr viele Vertreter auch des Parteivorstandes hierher gekommen sind, und ich darf an der Spitze begrüßen unseren Parteivorsitzenden, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Es fällt mir schwer, weil ich auch nicht alles sehe. Es ist wirklich sehr schwer hier zu überblicken, wer da ist und wer nicht da ist. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht irgendwelche protokollarischen Fauxpas begehe. Ich begrüße aber auf alle Fälle unseren Bundesgeschäftsführer, Gemeinderat Christian Deutsch, und die Landesparteisekretärin, Gemeinderätin Barbara Nowak. Herzlich willkommen. Ich begrüße als ein weiteres Mitglied des Wiener Staatssenates die Womba-Stadträtin, die Bezirksparteivorsitzende von Favoriten, unsere Stadträtin Kathi Gall, und vielen, vielen Dank, dass du heute auch kommst in deinen Gemeindebau hier, auch als Stadträtin für Womba. Und es muss wieder einmal gesagt werden, Wien ist die Welthauptstadt des sozialen Wombas. Es gibt keine Stadt, wo 62% der Menschen im geförderten Wombau leben. Das ist dein Verdienst dieser Partei, dieser Stadtregierung und der vorangegangenen Stadtregierungen, beginnend von Jakob Reumann bis Michael Ludwig. Ich darf begrüßen auch den Bezirksparteivorsitzenden der SPÖ Margareten, den Gemeinderat Stefan Auer-Stüger. Herzlich willkommen und danke auch, dass du da sprechen wirst, nach dem Michael Ludwig. Und ich begrüße jetzt die mitveranstalteten Organisationen, auch das eine große Tradition, den Bund Sozialistischer Freiheitskämpfer, den Vorsitzenden Genossen Gerald Netzl. Und last not least, irgendwer muss der Letzte sein, die Sozialistische Jugend. Aber wir bedanken uns besonders bei der Sozialistischen Jugend auch für die großartige Teilnahme, für die Beflaggung, für die Fackeln. Haben wir eine Fackeln? Ja, haben wir Fackeln. Also jedenfalls. Und die Fahnen, ich begrüße die Sozialistische Jugend und insbesondere die Vorsitzende Fiona Herzog. Fiona Herzog, herzlich willkommen. Ja, und zu aller Schluss bedanke ich mich bei der Gruppe Morgenrot. Das hat auch schon Tradition, so gefühlte 30 Jahre, also vielleicht sind es auch nur 28, aber jedenfalls, ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Februarfeier gegeben hat in den letzten 30 Jahren ohne der Gruppe Morgenrot. Ihr macht das immer großartig am Anfang und am Schluss. Und ich bedanke mich natürlich auch bei Marco Schow und seinem Team der Wiener SPÖ Bildung und auch der gesamten Organisationsabteilung der Wiener Partei für die Inszenierung. Ihr übertrefft sich immer von Jahr zu Jahr in der Inszenierung unserer Februarfeiern. Ihr habt das großartig gemacht. Vielen Dank an das Team von Marco Schow in der Wiener Bildung. Ja, und jetzt ersuche ich unseren Parteivorsitzenden, Bürgermeister Michael Ludwig, um seine Rede.
Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ein herzliches Freundschaft zu unserer mittlerweile traditionellen 12. Februar-Kundgebung, diesmal in Margareten. Tradition hat auch, dass das Wetter immer kalt und schlecht ist. Ich muss sagen, ich kann mich an keine Februar-Kundgebung erinnern und das ist die 29., wo es einmal anders Wetter gegeben hat. Und ich finde es aber auch gar nicht schlecht. Weil es erinnert uns nämlich daran, dass am 12. Februar 1934 einer der kältesten Winter überhaupt war. Und zwar nicht nur was das Wetter betrifft, sondern auch was die soziale Kälte betroffen hat. Und von daher ist es durchaus auch ein Akt der Solidarität, dass wir uns unabhängig von den Rahmenbedingungen, die es gibt, treffen, um der Opfer des Februar 1934 zu gedenken. Und uns braucht niemand sagen, dass wir uns von irgendetwas abhalten lassen. Egal ob das Wetter ist, egal ob politischer Druck auf uns ausgeübt wird, wir gedenken unserer Tradition. Und zwar deshalb, weil wir stolz sind auf jene Menschen, die vor uns politisch gekämpft haben und weil es für uns eine Verpflichtung ist, dass wir diese Tradition des antifaschistischen Kampfes auch fortsetzen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, freue ich mich sehr, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Hierher nach Margareten. Und es sind viele Ehrengäste begrüßt worden. Ich möchte nur einer noch namentlich erwähnen, weil er über viele Jahrzehnte hier in Margareten, aber darüber hinaus in der SPÖ Wien und in der Bundes-SPÖ einer der tragenden Säulen der Sozialdemokratie war. Und ich freue mich sehr, dass ich den früheren Bundesminister Erwin Lanz herzlich begrüßen darf. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns immer in den letzten 29 Jahren eine Kampfstätte des Republikanischen Schutzbundes ausgesucht. Hier in diesem Gemeindebau, der 1924 bis 1926 errichtet worden ist, war eine besondere Situation. Hier war der Hauptstützpunkt des Republikanischen Schutzbundes, der Wehrorganisation der Sozialdemokratie, die am 12. Februar 1934 hier in diesem heutigen Kindergarten, damals war das eine Tanzschule, sich wehrhaft gegen die christlich-sozialen, austrofaschistischen Heimwehren zur Wehr gesetzt haben, mit allen ihren Möglichkeiten. Und erst wie der Generalstreik zusammengebrochen ist, mussten die Schutzbündler aufgeben. Aber sie haben deutlich gemacht, dass der Schutzbund und die Sozialdemokratie dem Faschismus die Stirn geboten hat. Und das war das erste Mal in Europa, dass der Kampf gegen den aufkommenden Faschismus aufgenommen worden ist. Hier bei uns in Österreich, hier bei uns in Wien, gegen die austrofaschistischen Heimwehren. Und viele, die nach diesem missglückten Versuch, die Demokratie noch einmal zu retten, flüchten mussten, haben sich engagiert im spanischen Bürgerkrieg, der von 1936 bis 1939 noch einmal der Versuch war, dass in Spanien eine demokratisch gewählte Regierung sich gegen den aufkommenden Faschismus gewehrt hat, auch nicht mit Erfolg. Und zwar deshalb, weil die Faschisten immer besser militärisch ausgerüstet waren und mit aller Kraft, mit aller Gewalt gegen demokratische Parteien, gegen demokratische Strömungen aufgetreten sind. Und im Februar 1934 wurde der damalige Bürgermeister des Roten Wien, Karl Seitz, im Rathaus verhaftet. Die Sozialdemokratie wurde verboten, die Teile der sozialdemokratischen Gewerkschaften, alle Vorfeldorganisationen, alle Räumlichkeiten eingezogen und es wurde jede Möglichkeit der sozialdemokratischen Arbeit unterbunden. Aber wenn man historisch interessiert ist, muss man einen Blick zurückwerfen. Der Februar 1934 war der Versuch, die Demokratie wieder herzustellen. Die hat es zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gegeben. Denn bereits ein Jahr vorher, im März 1933, hat das Dollfuss-Regime das Parlament ausgeschalten und damit die Demokratie ausgeschalten. Und wenn auch heute von manchen Historikern behauptet wird, der Februar 1934 war verbunden mit einer geteilten Schuld, dann sage ich immer, und ganz in der Tradition von Josef Hindels, der uns an dieser Stelle und an vielen Orten in Wien das immer wieder auch dargestellt hat, das war keine geteilte Schuld. Da hat es Täter und Opfer gegeben. Und wir waren auf der richtigen Seite. Wir waren auf der Seite der Demokratie.
Und liebe Genossinnen und Genossen, jetzt kann man sagen, ist das nicht alles jetzt schon lange her? Diese Stimmen höre ich. Die sagen, redet sie nicht immer über die Vergangenheit. Da muss man sagen, es gibt auch heute politische Entwicklungen, wo es sich lohnt hinzuschauen. Hinzuschauen als Sozialdemokratin, als Sozialdemokrat und zu sagen, gibt es nicht Ambitionen, viele der erkämpften Rechte, die wir durchgesetzt haben, wieder in Frage zu stellen? Gibt es nicht politische Kräfte, die darüber nachdenken, die Medienfreiheit einzuschränken? Nicht mit Gesetz, sondern mit Druck, sanften Druck. Gibt es nicht jetzt wieder Ambitionen, auf die Justiz Druck auszuüben? Mit dem grotesken Vorwurf, es befinden sich dort rote Netzwerke. Wenn man weiß, seit 1970 hat es zwei sozialdemokratische Justizministerinnen und Justizminister gegeben. Alle anderen waren von der ÖVP und der FPÖ gestellt. Ich hätte nie den Eindruck gehabt, dass diese Parteien in ihren Ministerien rote Netzwerke unterstützen. Aber erinnert uns das nicht an die Erste Republik, wo immer unter dem Argument, man muss säubern vor roten Netzwerken vorgegangen ist, gegen alles, was einem politisch nicht gepasst hat, in den Kram, und zwar vom Bundesheer, über die Polizei, öffentliche Verwaltung, in vielen Bereichen, überall dort, wo man die Möglichkeit hat, durchzugreifen. Und lassen wir uns da nichts einreden von dem Argument. In Wirklichkeit gibt es auch heute noch politische Kräfte, die es nicht aushalten, dass junge Menschen aus der Arbeiterschaft, aus dem Proletariat, Lehrerinnen und Lehrer werden, Richter werden, sich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens engagieren wollen. Weil die eigentlich wollen, sie wollen unter sich bleiben. Und die empfinden die Sozialdemokratie als störend und machen lieber jede Koalition mit anderen Partnern, weil das ist leichter, wir können es dann argumentieren, da gibt es keinen Stillstand. Den größten Stillstand in der österreichischen Geschichte haben wir in den letzten zwei Jahren gehabt, wo wir in regelmäßigen Abständen Neuwahlen haben und in regelmäßigen Abständen Übergangsregierung und keine Ambition, die Zukunft zu gestalten, so wie wir das in der Sozialdemokratie wollen. Weil wir eben nicht eine politische Partei sind, die man am Gängelband durch die Arena zieht, wie vielleicht andere, sondern weil wir Ziele haben, weil wir uns einsetzen wollen für die Menschen in unserem Land, in unserer Stadt. Und weil wir so wie in der Ersten Republik zeigen wollen, Wien ist anders. Und da bin ich beim Namensgeber dieses Gemeindebaus. Jakob Reumann war der erste Bürgermeister, der erste frei gewählte Bürgermeister, der am 4. Mai 1919 eine absolute Mehrheit bei der Gemeinderatswahl bekommen hat. Und er hat ein großartiges Team im Stadtsenat zusammengestellt. Den Finanzstadtrat Breitner, den Bildungsstadtrat Glöckl, Tandler, der das Gesundheits- und Sozialwesen reformiert hat. Und ich will nicht hochnäsig sein, aber ich darf behaupten, gerade auch im Beisein von dir, liebe Katrin, unser Stadtsenat in Wien ist auch nicht schlecht und wir nehmen schon auf gegen jede Bundesregierung. Und weil wir auch wissen, warum wir regieren wollen. Weil es uns nicht um die Macht geht, sondern weil es uns um die Menschen geht. Und wenn zu Recht der Ernst Wohler gesagt hat, dieser Gemeindebau war Teil der Ringstraße des Proletariats. Warum hat man die Gemeindebauten hier im Gürtel so genannt? Weil das war ein Gegenmodell zur Ringstraße im ersten Bezirk. Dort sind schöne Repräsentationsbauten. Palais und wir haben das mit großem finanziellen Aufwand saniert. Kommen viele Touristen auch zu uns, um sich das anzuschauen. Aber die Kehrseite der Medaille war, dass 98% der Menschen in Substandardwohnungen leben mussten, in Mietskasernen und nicht wussten, wie sie sich die Miete um diese Wohnung leisten. Und da war der Anspruch in der Ersten Republik, dass man sagt, wir wollen keine Palais für Adelige, sondern wir wollen attraktive, leistbare Wohnungen für die Menschen, die in unserer Stadt leben. Und das wollen wir auch in Zukunft machen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, sage ich euch, wenn manche jetzt sagen, die Sozialdemokratie hat eigentlich ihre Ziele erreicht, braucht man eigentlich die Sozialdemokratie? Wir brauchen sie mehr denn je. Wir brauchen sie mehr denn je. Wir müssen deutlich machen, wofür wir stehen und ich bin überzeugt, dass die Menschen uns dann auch entsprechend unterstützen. Denn was ist denn die Alternative im Bereich der Wirtschaft am Arbeitsmarkt? Wenn wir gemeinsam mit der Gewerkschaftsbewegung nicht deutlich machen, wofür wir eintreten und zwar mit allen unseren Möglichkeiten, dann werden jene gewinnen, die Menschen nur ausbeuten wollen.
Und es gibt auch in der Wirtschaft, am Arbeitsmarkt jetzt genug solche Verhältnisse, die prekär arbeiten müssen. Und die Errungenschaften, die wir durchgesetzt haben, stehen dann durchaus in Diskussion. Und von daher sehe ich die Tradition, in der wir uns mit den Februarkämpfern 34 befinden, als eine, wo wir Kraft schöpfen. Es war eine verlorene Auseinandersetzung. Die Sozialdemokratie hat nicht gewonnen gegen die Diktatur. Aber wir haben das moralische Recht daraus abgeleitet, dass wir unabhängig, welcher Druck auf uns ausgeübt wird, trotzdem eintreten für die Menschen, die bei uns im Mittelpunkt stehen. Nicht das Kapital, sondern die Menschen stehen im Mittelpunkt. Und wir werden uns gegen jene wehren, die die Interessen der Menschen widersprechen. Und abschließend, liebe Genossinnen und Genossen, schauen wir immer genau hin, wo die Kräfte sind, die mit aller Macht Demokratie und soziale Gerechtigkeit entgegenwirken. Das sind zum einen die offensichtlich Rechtsextremen. Und da waren wir in der SPÖ Wien immer konsequent. Wir haben immer gesagt, keine Koalition mit der FPÖ. Das gilt, glaube ich, heute noch. Aber schauen wir auch auf jene, die so ein bisschen in leisen Sohlen daherkommen und versuchen, Rechtsstaatlichkeit, Medien auszuhöhlen, gegen die roten Netzwerke aufzutreten, angeblich immer objektiv, überparteilich, aber immer mit dem Motto Rode raus, in Wirklichkeit, aber es schon lange keine mehr gibt. Und ich sage, wir werden uns nicht abdrängen lassen aus der Gesellschaft. Wir sind viele in Österreich und besonders in Wien. Und wir werden uns als Sozialdemokratie auch Gehör verschaffen. Mit all unseren Möglichkeiten. Da werden wir uns nicht abdrängen lassen. Das sind wir jenen schuldig, die im Februar 1934 gekämpft haben für Demokratie. Und wir kämpfen heute für die Interessen der Menschen. Liebe Genossinnen, ich danke euch sehr, dass ihr gekommen seid. In diesem Sinne, niemals vergessen, Glück auf, Freundschaft. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Besucherinnen und Besucher und sehr geehrte Mieterinnen und Mieter des Heumannhofs, es ist eine sehr große Ehre für mich, heute hier im Namen der SPÖ Margareten zu stehen und reden zu dürfen. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei der SPÖ Wien, bei der Bildungsorganisation und allen Mitveranstaltern, dass das heute hier bei uns in Margareten stattfindet. Demokratien sterben langsam. Sie werden nicht in ihrer Blütephase weggeputscht, sie verfallen allmählich, bis sie reif sind für eine autoritäre Machtergreifung. Dieses Zitat stammt nicht aus dem letzten Jahrzehnt oder letzten Jahrhundert, nein, es ist aus der letzten Woche, aus dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel und bezieht sich auf die Ereignisse im Landtag von Thüringen. Warum erwähne ich das heute hier an dieser Stelle? Diese Aussage hat mich wieder daran erinnert, dass die Angriffe auf Demokratie nicht mit Waffen und Gewalt beginnen. Nein, meistens ist das schon der letzte Akt in diesem Drama. Die Angriffe der Demokratie, auch die Demokratie, sie beginnen mit Hassattacken, mit Hetze und mit den Ausgrenzen von gesellschaftlichen und politischen Gruppen. Demokratie steht für Selbstbestimmung und Gestaltung unserer Gesellschaft. Und diese Gestaltung soll alle mit einbeziehen, die von dieser Gesellschaft auch umfasst sind. Wir wollen, dass sich Menschen aktiv einbringen und mitgestalten können. Und unser Bürgermeister hat vorher schon einen Bogen gespannt zur Geschichte der Ringstraße des Proletariats, wo wir uns heute hier befinden. Und wir haben uns ja letztes Jahr sehr intensiv mit der Geschichte 100 Jahre Rotes Wien und 100 Jahre Wiener Gemeindebau beschäftigt und wir müssen dann den Bogen spannen zu den Februarkämpfen 1934. Denn die Angriffe, die hier stattgefunden haben, waren nicht nur Angriffe auf politische Gegnerinnen, es waren nicht nur Angriffe auf Menschen, es war auch ein Angriff auf eine politische Idee. Und was hat diese politische Idee mit uns heute zu tun und was hat sie mit den Mieterinnen um Mietern in diesem Hof zu tun. Unsere Vorgängerinnen und Vorgänger in der Sozialdemokratie haben sich in der Ersten Republik zentralen Fragen der Gesellschaft gestellt
und auch konkrete Antworten gegeben. Bürgermeister Ludwig hat es angesprochen. Wir waren mit Fragen der finanziellen Umverteilung, mit der Schaffung von Infrastruktur, mit städtischen Angeboten für Gesundheit, Mobilität und Bildung für alle in dieser Stadt beschäftigt. Und diese politischen Maßnahmen haben in einem demokratischen Umfeld mit Überzeugung durch Wort und Tat und durch Wahlen legitimiert stattgefunden. Und der Gemeindebau war eine konkrete und sehr maßgebliche Lebensverbesserung für die Menschen, eine zentrale Maßnahme in der sozialdemokratischen Wohnungspolitik, aber er war mehr. Jeder errichtete Gemeindebau in Wien war ein Symbol und ein Versprechen. Und dieses Versprechen lautete: Wir können gemeinsam eine neue, gerechtere Gesellschaft bauen. Wir können sie Schritt für Schritt realisieren in dieser Stadt, in Wien. Das Versprechen war Fortschritt und Frieden für alle. Und Fortschritt und Frieden kann es nur in der Demokratie geben. Aber in der Ersten Republik gab es gesellschaftliche und politische Kräfte, die die Realisierung dieser Versprechen verhindern wollten, die diesen progressiven Zugang zur Gesellschaft und die Mobilisierung der Bevölkerung für diese Ideen unterbinden wollten. Viele persönliche Schicksale sind mit den Ereignissen am 12. Februar und danach verbunden. Gefangenschaft, Tod, ökonomische Existenzen wurden zerstört und traumatische Erfahrungen, die die Menschen den Rest ihres Lebens begleitet haben. Darunter auch unser ehemaliger Parteivorsitzender Margareten Emmerich Seiler, der im Schutzbund in Margareten aktiv war, hier auch im Heumannhof. Er wurde zum Tode verurteilt, eingesperrt. Das Urteil wurde zurückgenommen. Später wurde er zwangsverpflichtet zum Kriegseinsatz in Russland und dort geriet er auch noch in Kriegsgefangenschaft. Aber nach seiner Rückkehr nach Margareten hat er sich sofort wieder politisch engagiert und hat jahrelang hier die Bezirkspartei angeführt. Er persönlich hat sofort nach Errichtung der Demokratie wieder an diesem Versprechen der Demokratie weitergearbeitet, so wie sie die ganze SPÖ in Wien gemacht hat. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten dieses demokratische Versprechen immer wieder gegeben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Holocaust, dem Ende in Europa 1989 oder auch 1995 beim Beitritt zur Europäischen Union. Und heute ist es so, dass gesellschaftliche Kräfte auf uns wirken, die es vielen in der Bevölkerung immer schwerer machen, an dieses Versprechen der Demokratie zu glauben. Der Siegeszug des Kapitalismus global in allen Nischen unseres Planeten in den letzten 40 Jahren und die Auflösung bekannter, wichtiger gesellschaftlicher Strukturen belasten immer mehr jeden Einzelnen. Und neben materiellen Sorgen und Ängsten wächst auch die psychische Belastung. Aber diese Wohnhausanlage hier ist ein Symbol für das andere. Dieser Hof und seine Geschichte und die Geschichte der Menschen darin sind ein Symbol für den politischen Willen und die politische Kraft, die Leute zu unterstützen, den Menschen persönliche Würde zu geben und einen Beitrag zu ihrer Selbstentfaltung geben zu können. Wir wollen Freiraum, wir wollen freies Leben und freies Denken. Und dafür steht dieser Hof und dafür steht die Sozialdemokratie in Wien. Und auch wenn es heute oftmals nicht Kanonen und Gewehre sind, die auf Demokratie und Menschen zielen und schießen, müssen wir uns eingestehen, dass die Demokratie weltweit gefährdet ist. Und wie schon so oftmals in der Geschichte, verbünden sich autoritäre Ideologien mit willfährigen Geldgeberinnen. Gleichzeitig gibt es aber Tausende von Menschen, die sich das nicht gefallen lassen und weltweit für Demokratie oder ein gerechtes Leben eintreten. Und oftmals riskieren sie ihr Leben dabei. Genauso wie die Männer und Frauen, die sich heute vor 86 Jahren hier verschanzt haben und Widerstand geleistet haben. In unserer Stadt funktioniert die Demokratie. Lasst sie uns gemeinsam weiter ausbauen.
Nehmen wir das heutige Gedenken an den 12. Februar als Auftrag, weiterzuarbeiten für eine gerechte Gesellschaft, an der alle teilhaben können. Viele sollen wir sein. Freundschaft. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, danke fürs Ausharren bei diesem schlechten Wetter. Letzten Freitag war ich am Grinzinger Friedhof. Dort ist der Hannes Schwantner begraben, der vor 2 Jahren verstorben ist. Hannes hat am Freitag Geburtstag gehabt. Wenn er da oben auf einer roten Wolke sitzt, trotz Dunkelheit runterschaut zu uns, er wäre stolz auf uns. Danke, dass ihr heute gekommen seid. 2020 ist ein Jahr, in dem mehrere 75 Jahre Jubiläen, Feiertage, Gedenktage begangen werden. Es war der 27. Jänner, der internationale Holocaust-Gedenktag, an dem der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gedacht wurde. Wir werden im April der Befreiung Wiens gedenken, vor 75 Jahren der Wiedergründung der Gründung der Sozialistischen Partei Österreichs, am 27. April die Unabhängigkeitserklärung der Regierung Renner. Wir werden am 10. Mai der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, die am 5. Mai 1945 geschah, gedenken. Und ich lade euch jetzt schon ein, euch den Muttertag leider zu reservieren. Vielleicht nehmt die Mama mit nach Mauthausen. Schauen wir, dass wir eine mächtige Gruppe aus Wien sind, die fährt. Es starben in den Februarkämpfen 1934 österreichweit 350 bis 360 Menschen. Der Historiker Kurt Bauer hat es vor ein paar Jahren sehr detailliert erforscht. Ich habe nachgesehen, in Margareten gab es 4 Tote, und zwar 3 Tote von der Exekutive und ein Zivilist. Das Interessante, das Bemerkenswerte, das Traurige auch, ist ja, dass der größte Teil der Toten des Februar 34 unbeteiligte Zivilistinnen und Zivilisten waren, nämlich 38% der Toten und je 31% der Toten auf der Seite der Kombattanten, also Schutzbund bzw. Exekutive und deren Verbündete. In Wien gab es 203 Tote, 33 Schutzbündel. In Oberösterreich 70 bis 80 Tote, in Niederösterreich 60 bis 65, in der Steiermark 5 und in Margareten, wie gesagt, 4. Einer davon war der Bundesheerhauptmann Rudolf Gieb, ein 40 Jahre alter Mann. Er war der Anführer einer Patrouille, die hier den Reumannhof stürmen wollte. Aus dem Tanzsaal der Aktion Jugend in Not, heute ein Kindergarten der Stadt Wien, wurden die Angreifer mit Maschinengewehrfeuer empfangen, ist jetzt das falsche Wort, aber mir fällt kein besseres ein, und lange Zeit in Schach gehalten, am 12. Februar. Der zweite Tote war der Polizeiwachmann Rudolf Horst, ein 1906 geborener Mann. Der stand mit 2 Sicherheitswachebeamten am Eingang des Reumannhofs Posten und starb am 12. Februar um 19.15 Uhr. Der dritte von der Exekutive war ein Heimwehrmann, ein 37-Jähriger, der um 2 Uhr früh bei der Ablöse des Bundesheeres, da war der Reumannhof schon erstürmt, am 13. Februar, Dienstag, 13. Februar, 2 Uhr früh bei der Ablöse wurde der erschossen. Und das vierte Opfer, der vierte Tote, ein gewisser Josef Schweizer, geboren am 8.3.1909, interessantes Schicksal. Er wohnt in der Siebenbrunnenfeldgasse Nummer 15, Stiege 2, 4. Stock, unweit von hier, Tür Nummer 18, ein Hilfsarbeiter. In einem Protokoll steht zu den Umständen seines Todes: Der Genannte sah aus dem Fenster seiner Wohnung im 4. Stock auf die Straße und wurde durch einen vermutlich aus der Richtung des Fuchsenfeldhofes abgegebenen Schuss getroffen, an dessen Folgen er starb. Der Fuchsenfeldhof liegt ungefähr
knapp einen Kilometer von hier südlich in Meidling. Es gab in Meidling mehr als 20 Tote bei den Kämpfen des 12. Februar 1934. Und die familiäre Situation dieses Herrn Schweizer ist interessant, deswegen möchte ich euch die auch noch kurz vorbringen, weil sie für das Rote Wien damals auch steht. Der Verstorbene war der Sohn des Georg Schweizer, Dynamo-Wärter der Gemeinde Wien, der an gleicher Adresse mit Gattin und 6 Kindern im Alter von 27 bis 40 Jahren, bis 34 Jahren wohnt. Von diesen sind 3 noch schulpflichtig, während die übrigen bis auf eine Pflegerin am Steinhof arbeitslos sind. Der Vater bezieht als Gemeindeangestellter ca. 70 Schilling wöchentlich an Lohn. Alle 9 Familienangehörigen lebten in einer aus 2 Zimmern, Vorzimmer und Küche bestehenden Wohnung, für die der Monatszins 23 Schilling betrug. Das wären heute Kaufkraft gereinigt 86 Euro. Ich danke der Wiener Bildung, Markus Schober, ich danke der Barbara Nowak für dieses schöne Gedenken hier wie jedes Jahr. Ich habe nur eine kleine Kritik an der Bühne, an dem Podest, so wie sie hier steht. Sie verdeckt unterhalb von der Büste von Jakob Reumann die Gedenktafel, die unsere Margaretner-Genossinnen und Genossen im Jahr 1984 hier enthüllt haben. Und auf dieser Gedenktafel steht: Hier im Reumannhof verteidigten am 12. Februar 1934 Sozialdemokraten die Demokratie gegen den Faschismus. Abschließend, liebe Genossinnen und Genossen, es ist keine Schande, nicht Mitglied bei den Freiheitskämpferinnen zu sein, wenn man nie gefragt wurde. Ich weiß, die meisten von euch, die heute da sind, sind Mitglied. Ein paar werden es nicht sein. Ich habe einige Mitgliedsanmeldungen da. Also wer heute Mitglied werden will, es gibt keinen besseren Tag als den 12. Februar. Im Vorjahr habe ich eine nicht unprominente Genossin, gut, sie war damals erst 2 Jahre Mitglied unserer Partei, werben dürfen, nämlich die Genossin Rendi Wagner. Wer es ihr gleich tun will, bitte anschließend zu mir kommen. Und ganz zum Schluss sage ich, möchte ich noch 3 Namen erwähnen, denn ohne den Einsatz, ohne die revolutionäre Kleinarbeit, wie es Otto Bauer genannt hat, für die Sozialdemokratie und ihre Organisationen, unsere Organisationen, gäbe es uns nicht, so wie es uns gibt. Nämlich, das ist die ehemalige, langjährige Vorsitzende unserer Bezirksgruppe, Margareten, und ich bin froh, dass du heute unter uns bist. Liebe Gerda Neudecker, ein herzliches Freundschaft und danke an dich. Wenn die Junggebliebenen aufhören wollen oder müssen, dann müssen nachfolgende Generationen an die Arbeit gehen. Mariana Schegolau, die aktuelle Vorsitzende von Margareten, auch dir ein herzliches Freundschaft. Und ihr wisst, dass ohne Geld kein Musik, das gilt auch für die Sozialdemokratie. Unser wirklich sehr rühriger Finanzreferent der Bundesorganisation war der langjährige Bezirksvorsteher des schönen Margareten, Kurt Heinrich, auch dir in Freundschaft. Euch allen danke fürs Kommen. Es lebe die Sozialdemokratie. Freundschaft. Applaus